Beşiktaş. Das ist so eine Art Haus von zwei Personen. Und es ist noch etwas provisorisch, aber es wird bis zum Ausstellungstermin fertig werden. Sicher. Wer hat Battlefield 3 gemacht? Nein, ich zeig dir mal. Vielen Dank zuallererst an euch, dass ihr euch eingelassen habt auf diese verrückte Idee. Vielen Dank, dass ihr was preisgegeben habt von euch. Zum Teil auch sehr persönliche Dinge. Das erfordert Mut. Dank dafür. Wie ihr seht, habe ich hier schwarz-weiße Pop-Art-Kunst gemacht. Und ja, hier ist ein Abbild von mir. Also es geht hier eigentlich darum, dass ich hier mich abgebildet habe und dieses Sprichwort auf Polnisch gemacht habe. Nicht Sprichwort, aber eine Bedeutung ist für mich. Dziecko heißt Kind und Indigo ist eine Form vom Kind, die geboren wird als König. Und Indigo heißt auch, das ist auch eine Art von Fabel. Indigo sind halt solche besondere Kinder, die wollen einfach die Welt verändern auch. Und ja, haben deren Eigenschaften. Das Thema Islam und dass man mir einen Islamboxer stellt. Und wenn man da reinguckt, kann man die fünf Säulen sehen, die den Islam so gesehen stützen. Hier oben nochmal das Zeichen von Islam. Unser Name steht dafür, dass wir das gemacht haben. Die Musik ist dafür da, weil uns das beides wichtig ist. Also ich wollte damit zeigen, wie es in mir drin aussieht, sozusagen. Wofür ich mich interessiere und was für mich sozusagen wichtig ist. Ich habe auch private Fotos genommen, die ich auch selber gemacht habe, wie zum Beispiel das da und das. Und auch noch von meinem Hund, der ist leider letztes Jahr im November verstorben und ist immer noch ein Teil meines Lebens. Dann habe ich meinen Taufspruch genommen, ich auch recht gläubig bin. Ich wurde auch konfirmiert und getauft und es gehört dann auch zu meinem Leben. Ja. So. Ja, also die Farben stehen dafür, dass wir sehr lebhaft sind und so. Also hier haben wir noch ein paar Wörter hingeschrieben und einen Spruch. An der Seite sind noch Bilder von uns und die unser Leben auch noch mehr beschreiben. Ich habe das extra so gemacht, dass es außen bunt ist, aus denen die bunte Welt, alles schön und gut. Aber innerlich ist man halt, hat man Probleme und alles, deswegen habe ich das ein bisschen dunkler gemacht, sodass man das unterscheidet. Ja. An diesem Tag, da habe ich mich halt so gefühlt, so, das kann man, denke ich mal, auch sehen, da war ich halt irgendwie ein bisschen aggressiv und so. Und dann habe ich da halt noch Wörter über mich raufgeschrieben. Hallo. Das meinst du jetzt? Und also ich habe mich halt hier so dran gestellt und dann hat mir dabei geholfen, einmal so um mich rum zu malen und das soll, weil ich bin ein gläubiger Mensch. Deswegen soll das so ein Kreuz ergeben, aber halt so aus mir wurde das Kreuz halt gemacht. Das Herz, das habe ich so zur Hälfte rot gemacht, zur Hälfte schwarz, weil ich habe halt so zwei Seiten, eine böse Seite, eine gute.
Und das A steht für meinen Freund, genauso wie hier diese Flagge. Ist auch für meinen Freund, weil mich halt seine Kultur und alles geprägt hat. Und hier, ich bin Deutsche und ich habe noch ein paar Wörter dran geschrieben. Hier in mir drin habe ich geschrieben halt Sachen, die mich geprägt haben oder auch halt zum Beispiel meine Mutter oder Musiker, Leute halt, ja, die mir irgendwas beigebracht haben, sag ich mal. Nochmal zu unserer Herkunft aus der Türkei. Hier, das ist der Gründer Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkei gegründet. Ja, Familie ist auch ganz wichtig und wir leben ja in Deutschland, in Hamburg, deswegen haben wir die beiden Fahnen einmal aufgeklebt. Genau, und dann haben wir hier zum Beispiel unsere Lieblingsfußballer. Das ist hier Sergio Con Agüero, Fußballer. Ja, das ist Cristiano Ronaldo, mein Lieblingsfußballer. Das ist hier Fenerbahce. Ja, und das ist der Istanbul extra am Herzen platziert, weil es uns ganz wichtig ist. Dann haben wir hier unser Lieblingsessen haben wir hier im Magen platziert. Ja, zum Beispiel Adana Kebab, Döner, Dürüm. Oder Baklava als Nachtischdessert. Als Getränk. Uluda, ein ganz besonderes türkisches Getränk, kennen die meisten bestimmt auch. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel auch unser Auto, unser ganzes Auto. Hier ist zum Beispiel mein Traumwagen BMW M6. Also ich frage euch natürlich, warum wie? Also das soll eine Abkürzung dafür stehen, wie ich so bin, also wie bin ich? Und das sieht man an den Farben im Hintergrund. Also ich bin so mehr so fröhlich. Fröhlich und ja, etwas wild, ja, das war's. Also ich habe die USA-Flagge als Hintergrund genommen, weil ich das Land gut finde und weil ich dort auch Verwandte habe. Und die drei Buchstaben sollen für Yo the Map stehen. Auf den Namen bin ich gekommen, weil ich Freunde habe, die gut Spanisch sprechen. Deswegen das Yo, was übersetzt ich heiß. Und Say heißt ja Sack. Und Map von Bugs Bunny, dieser Roadrunner. Immer am Ende jeder Folge hat er ja irgendwie so Map geschrien oder gesagt. So ist das Projekt entstanden. Ich habe Cristiano Ronaldo seine Bilder darauf geklebt. Machen und danach habe ich halt Zitate aus dem Internet herausgesucht, die ich dann hier aufgeschrieben habe, die mir gefallen. Danach nachhinein habe ich mir dann halt andere Gedanken gemacht, wie ich mich besser darstellen kann. Da ist mir aufgefallen, dass ich mein Sternzeichen da oben malen kann. Und dann habe ich überlegt, wie ich den Löwen besser darstellen kann. Und da habe ich mir überlegt, meine Kultur zu malen und meine Religion. Also wir sind Gorb und Armin. Schon erwachsen. Wir haben uns gedacht, wir bauen uns ein Gemeinschaftszimmer. Hier und damit, da haben wir unsere Religion dargestellt, den Islam, weil wir einen festen Glauben haben. Also hier haben wir einen Teppich, also den Gebetsteppich gemacht. An der rechten Seite habe ich das, was mir gefällt, zum Beispiel meine Kultur oder das, was ich gerne esse oder meine Hobbys, zum Beispiel Basketball. Und halt Albanien und Iran, das waren halt die Standorte der islamischen Länder. Hier haben wir unsere beiden Heimaten dargestellt und die Freundschaft. Und hier links sind halt meine Hobbys und Aktivitäten. Und hier außen haben wir unsere Namen auf Arabisch geschrieben. Und wir haben uns halt einfach eine Serien rausgesucht, die wir früher mal geguckt haben, heute auch noch ab und zu. Und dann sind wir halt auf Dragon Ball gekommen und haben dann halt eine Figur rausgenommen und sie dann halt mit Post-its nachgeklebt. Und ja. Lydia, Philipp und mir. Er soll so ein bisschen darstellen, was uns wichtig ist, was wir gerne machen, jetzt zum Beispiel mit dem Sofa und dem Fernseher. Dass uns Freizeit sehr wichtig ist und halt auch Zeit für uns und einfach mal abschalten. Und dann halt die Bilder an der Wand, was wir gerne essen oder was wir gerne machen. Was uns wichtig ist an Familie oder... Ja. Weiter
Also ich habe zwei Kisten gemacht, wo man reinschauen kann. Einmal ein rotes und einmal ein rosanes. Das rote ist dafür da, wie mich die Leute von außen halt einschätzen, wie ich bin. Und das rosa ist, wie ich halt wirklich bin, also im Inhalten. Ach so. Jeder hat seine eigene Seite bekommen. Zum Beispiel hier jetzt bei mir ist mein Lanz. Und wenn man das aufmacht, sieht man, wie es. Also die Karte. Und dann ist hier Fußball. Und danach sieht man die Lieblingsspiele von mir und die Lieblingsmannschaften. Chrissy. Und bei mir ist, und hier ist noch für Religion und Familie noch ganz wichtig. So, und. So, Mohammed, hallo, hallo. Ja, und also bei mir ist es auch so ähnlich. Hier ist ein Foto von mir. Aus diesem Land komme ich. Und wenn man das dann aufklappt, dann sieht man hier, was für ein Religionsglauben wir glauben. Und einfach unter da ist dann, also ich bin sehr mit Fußball verbunden. Und das sind meine Lieblingsmannschaften, Nationalmannschaften, Deutschland, Holland und Frankreich. Und Lieblingsfußballspieler Van der Vaart, Ronaldo, also nicht Cristiano Ronaldo, sondern der Dicke da, aus Brasilien. Und Messi und Thierry Henry. Schwarz angemalt, weil ich mir gedacht habe, dass jeder Mensch auch manchmal schlechte Zeiten hat und Tage, wo man traurig ist. Und dann habe ich halt zum Beispiel Freundschaft und auch ein paar Sprüche drauf geschrieben, die mir wichtig sind. Und das, was einen halt stärkt, oder zum Beispiel mein Glauben oder meine Kultur und mein Land. Und ja, dann habe ich das einfach im Vordergrund gestellt, damit man sieht, dass einen das stärker macht und dass man das auch alles überwinden kann. Ich habe eine Collage gemacht mit Dingen, die mir gefallen oder also was mich verändert hat in den Jahren oder Tagen oder irgendwie sowas und auch was mir wirklich sehr wichtig ist, zum Beispiel wie die Freiheit. Und Freiheit ist für mich so ein Symbol, also was auch was mit Respekt zu tun hat und was eigentlich auch auszeigt, dass jeder frei sein sollte. Und da habe ich auch noch geschrieben, also zum Beispiel welche Fußballmannschaften ich mag, da habe ich auch noch die Gründe dazu geschrieben und das war's. Mein Projekt ist ja über mich, also über mein Leben selber. Also das Projekt ist, das ist mein Leben in Korea und die andere Seite ist ja mein Leben in Deutschland. Und ja, da habe ich ja die Sachen geschrieben, was ich in Korea erlebt habe und wie mein Leben da war. Und die andere Seite steht das Leben in Deutschland. Dieser Pinocchio ist ja die erste Sache, die ich in, also in Europa gekauft habe und daher habe ich ihn mitgebracht. Okay, das ist mein Selbstporträt. Ja. Es hat die Form eines Menschen, weil ich mich so am besten darstellen wollte. Ich fange unten an, ich habe hier vier Wörter aufgeschrieben. Sport, Glück, Familie und Gesundheit. Warte, Gesundheit, genau. Okay, die letzten drei sind eigentlich wichtiger, denn tagtäglich, dass viele Menschen an den Krankheiten sterben. Und das finde ich ja auch traurig. Und Familie, dass es meine Familie überhaupt noch gibt und dass sie eben halt richtig erzogen wird. Also die nächste Liebe ist auch etwas Wichtiges für mich. Also ich bin auch häufig ein freundlicher Mensch. Und nein, das meine ich oben auch, dass ich eher ein positiver Mensch bin. Wir wollten eigentlich erstmal ein ganz anderes Modell bauen. Aber auf jeden Fall wollten wir auch so einen Mensch machen. Aber ein bisschen größer. Aber es hat nicht funktioniert. Also es hat nicht funktioniert, weil ständig Sachen kaputt gegangen sind. Und wir wollten diesen Menschen bauen, weil er uns auch zusammen sozusagen beschreiben sollte, weil wir sind beide, sag ich mal, große Personen. Ich habe hier mit Spray gearbeitet und habe hier Fenerbahçe geschrieben. Fenerbahçe ist eine türkische Fußballmannschaft und wurde 1907 gegründet. Und ist halt die beste Mannschaft in der Türkei. Und kommt Fenerbahçe und dann mein Land. Und dann kommt meine Religion. Also das ist mein Ein und alles.
das ist die Zeitspanne von meinem Leben und was passiert ist. Also hier habe ich so ein paar Sachen eingezeichnet. Hier bin ich geboren. Ja, und da hier ab 10 Jahren kam die Zeit mit Facebook, Netlog und sowas. Und so ungefähr mit 15 habe ich mit McFit angefangen und mit PlayStation 3 und so. Und hier habe ich mein Bad bekommen. Hier habe ich da mein Haus, da meine Familie und so. Hier, da vielleicht habe ich keinen Job, mal gucken. Achso, Arbeitsamt. Ja. Und wenn ich dann einen Job gefunden habe, dann irgendwas mit einer Schaufel oder so vielleicht. Und da wird mein Haus dann größer und die Familie auch. Andere Familie. Ja, also das ist mein Selbstporträt. Ich habe hier den Eingang in meine Welt gezeichnet. Also man kommt aus einer Höhle, das sagen die Franken, der Salamander. Und dann sieht man halt eine schöne Landschaft, weil ich die mag. Und dann ist hier eine Moschee, die repräsentiert meine Religion, den Islam. Hier ist die Schule, auf die ich gehe. Aus diesem Land komme ich. Ich komme aus Afghanistan. Ich lebe in Deutschland. Im Fluss schwimmen Sachen, die mir wichtig sind. Mein Handy, mein PlayStation Controller. Und hier ist was ganz Wichtiges für mich, Dragon Ball. Ich bin ein großer Dragon Ball Fan. Ich habe ein Kreuz gebaut, weil ich halt ziemlich religiös bin und habe auf dem Kreuz von unten halt meinen Lebensweg gemalt, wie ich momentan bin. Das Schwarze steht für schlechte Zeiten und das Grüne für gute Zeiten habe ich halt auch in einer Wüste gemalt, weil es halt kein einfacher Weg war, auch im Großen und Ganzen. Oben habe ich halt, das soll ja so die Lebensspanne zeigen, dass halt oben, wenn man stirbt, dass man ins Paradies kommt. Und weil man ja oft sagt, dass das Paradies im Himmel ist, habe ich es blau gemalt. Und das Ziel soll sozusagen, oder wenn man in den Himmel kommt, oben dann mit Jesus und Gott vereint ist. Haben wir die ganze Zeit Bilder geschossen und danach dachten wir uns, also wir machen aus den Kartons, bauen wir einen Fernseher. Es war großartige Stimmung jetzt beim Abschluss. Alle haben nochmal zugehört, was die anderen gesagt haben zu ihrem Werk. Es war Stille und man hat das nochmal richtig gewürdigt. Ja, ich bin so gerührt, muss ich sagen, dass ich eigentlich nur sagen kann, ich habe jeden Einzelnen irgendwie auf irgendeine Art lieb gewonnen. Ich habe die so kennengelernt, die jungen Leute alle. Und jeder ist irgendwie ein toller Mensch und jeder konnte das in dem Projekt auch zeigen. Ja, es gibt schon so ein bisschen leichten Abschiedsschmerz, kann man schon sagen. No lie.